Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass Ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Etaisira, ich grüße dich. Du hast dich verliebt. Hat auch schön begonnen. Und jetzt spricht er Thema Geld an. Und du stellst die Frage, ist das Liebe oder will er Geld? Kannst du auf ihn vertrauen, ja oder nein? Und das klären wir bei diesem Orakel. Diese hohe Priesterin in die Mitte ist eine wichtige Botschaft für dich. Die hohe Priesterin kennt die Geheimnisse des Lebens und hütet das Buch des Schicksals, das Buch des Lebens, die Akasha-Chronik, wo auch die Zukunft steht. Die Schicksalswegen, die Menschen, all das, was die Seele ausgesucht hat. Und das bedeutet, du hast mit diesem Mann eine schicksalhafte Begegnung. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Sollst du seine Wünsche erfüllen und ihn finanziell unterstützen? Ich sage dazu klar und deutlich nein. Nein, nein, nein. Egal, woher er kommt. Eine gewisse Unterstützung am Anfang, vielleicht. Aber lass dich von ihm nicht ausnützen. Und das ist die Gerechtigkeit. Und zeigt auch deine Gegenwart. Du hast die Waage in Hand. Wenn du ihm Geld gibst, oder gibst das, was er will, dann kippt diese Waageschale und du fühlst dich ausgenützt. Und wenn du dich ausgenützt fühlst, dann bist du verletzt. Schütze dich vor Verletzungen. Wenn er dich liebt, dann akzeptiert deine Entscheidungen. Und wenn er aus finanziellen Gründen nicht mehr meldet, dann soll fortbleiben. Dann brauchst ihn nicht. Bleib auch im inneren Gleichgewicht und bleib in Harmonie. Versuche das diplomatisch vermitteln. Betone deine Liebe, betone dein Verständnis, deine Unterstützung, aber du musst nicht erklären, warum du das Geld nicht geben willst oder kannst. Das geht ihm überhaupt nicht an. Also du musst nicht sagen, ich kann es nicht oder ich brauche das Geld. Oder meine Kinder brauchen das Geld. Das geht ihm überhaupt nichts an. Auch wenn du im Wohlstand leben würdest und dein Konto wäre Millionenhöhe, würde ich ihm auch nicht geben. Nein, ein klares Nein. Wenn er zu dieser Liebe steht, wenn er kommt und bemüht sich um dich, und sein Lebensunterhalt, dann hat das einen Sinn, dass du ihm hilfst. Aber nicht mit dieser Voraussetzung. Und du musst das nicht erklären und auch nicht dafür entschuldigen, sondern klar und deutlich mitteilen. Ich würde das so formulieren. Ich liebe dich
Und ich glaube, du spürst meine Liebe. Und ich kann von meinen Gefühlen dir etwas bieten. Ich kann auch dich unterstützen am Anfang, dass wir Chancen haben, eine Beziehung zum Leben, aber ich bin nicht bereit, einen Mann unterstützen, weder dich noch andere. Auch wenn ich das Geld habe, das ist mein Besitz. Und ich treffe die Entscheidungen. Und du bist der Mann und du bist groß genug und erwachsen, für deinen Lebensunterhalt sorgen. Und wenn du das nicht kannst, dann will ich dich nicht. Weil dann bist du für mich ein Loser. So sollst du mit ihm sprechen, dass er das versteht. Lass dich nicht in die Enge treiben oder mit dir spielen. Nein! Worüber sollst du Gedanken machen? Das sind deinen Gefühlen und seinen Gefühlen. Und ich bin davon überzeugt, dass er dich liebt. Und genau das zeigt auch dieses Bild, weil das ist ein Geben und Nehmen von Gefühlen. Und das sind ganz viele Kelchen. Und das ist schon eine große Liebe. Aber er muss zeigen, dich davon überzeugen, dass er dich will, weil er dich liebt. Und er braucht die Finanzen nicht ansprechen. Ich will damit nicht sagen, dass du ihn nicht unterstützen sollst am Anfang, bis er kommt, bis er Fuß fassen kann. Aber nicht so, wie er das vorstellt. Und weißt du was, was mein Gefühl sagt? Das sind gar nicht seine Forderungen, sondern die Forderungen von seiner Ex-Frau. Und das will er befriedigen, weil er schlechtes Gewissen hat. Das ist meine Meinung. Und er denkt, mit diesem Geld kann die Familie unterstützen. Sein Ex und die Kinder und dann braucht kein schlechtes Gewissen zum Haben. Aber du bist nicht dafür da, das zu finanzieren. Dazu bist du echt schade. Stehe zu deinen Werten und du hast das verdient, geliebt zu werden und er liebt dich auch. Und darauf sollst du vertrauen. Was liegt im Verborgenen? Das zeigt hier dieses Bild. Die Kelchen symbolisieren wieder die Gefühle. Und es wird auch ein Zusammenkommen sein, weil er kommt zu dir. Aber jemand beobachtet die Geschehen. Das kann eine männliche Person sein, kann aber auch eine weibliche Person sein, weil die Karten haben symbolische Bedeutung. Seine Gegenwart zeigt hier dieses Bild und das ist eine Reise. Er will zu dir kommen. Er plant diese Reise. Und seine Gedanken zeigen diesen Rückzug. Jetzt ziehe ich mich zurück. Warum? Dass du nachgibst. Und du brauchst nicht nachgeben, sondern achte auf die Gleichgewicht, die Ausgewogenheit, die Gerechtigkeit. Und gib nicht nach. Was liegt im Geheimen? Die Sternenhimmel zeigen, es steht alles in guten Sternen. Ihr seid noch nicht angekommen, aber die Richtung stimmt. Die Brücke zeigt eine Übergangsphase und ihr müsst das jetzt bestehen, die Liebe muss das bestehen. Und diese Karte hat auch eine Bedeutung, eine Herausforderung. Natürlich ist das für dich auch eine Herausforderung,
weil er ist gerade im Rückzug und du rätselst, was sollst du jetzt tun? Du liebst ihn auch, er dich auch. Aber liebe dich selbst auch und steh zu deinen Werten. Und du bist es wert, geliebt zu werden. Und vertraue auf seine Liebe. Wenn das so sein muss, dann kommt er auch. Vielleicht muss warten, bis er ankommt. Und ihr seid in dieser Übergangsphase. Und ich bin sicher, die Ex-Frau macht hier den Druck. Aber das musst du nicht finanzieren. Mit Sicherheit nicht. Und denk an diese hohe Priesterin, diese Geheimnisse, das Buch des Lebens, die Schicksalswegen kreuzen sie sich, eine schicksalhafte Begegnung und eine schicksalhafte Liebe. Aber er muss das auch zeigen, dass das von Herzen kommt, dass du das vertrauen kannst. Liebe Etaisira, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Kraft, alles Gute, alles Liebe von Dendera.